Lustige Witze, das WM-Special mit Gewinnspiel am Ende in 3, 2, 1, los! Ich habe mich dazu entschlossen, keine Produkte mehr zu kaufen, auf denen WM-Werbung drauf ist. Es gibt heute Klobürste mit Senf. Deutschland ist bei der WM schon vor dem ersten Spiel weitergekommen als je zuvor. Alleine, dass man mit 10.000 Mann in Moskau angekommen ist und dass dort die Nationalhymne gespielt ist, ist ein Sieg, von dem man 1942 nur geträumt hätte. Die WM bislang zusammengefasst. In unserem Familientippspiel führe ich meilenweit. Aber kann mir mal jemand erklären, warum Kahn im Studio ist und nicht im Tor? Nach 77 Jahren haben die Deutschen nun auch verstanden, dass man vor einer Weltmeisterschaft in Russland auch im Sommer kommen kann. WM 2018, Gruppe Z. Italien, Holland, Legoland, Phantasialand. Was macht ein Fußballstar, wenn er nicht mehr gut sehen kann? Er wird Schiedsrichter. Fußball-WM 2026 mit 48 Mannschaften. Mehr konnte die FIFA aber wirklich nicht für Holland tun. Zurzeit kann man bei den WM-Spieltagen ohne Bedenken Pizza bestellen. Die Italiener haben ja Zeit. Wie lange dauert das Fußballspiel zwischen Kolumbien und Jamaika? Keine Minute, da die Kolumbianer die Linien schnupfen und die Jamaikaner das Gras rauchen. Wie hoch ist der Marktwert vom DFB? Knapp 2 Euro, 11 mal Flaschenpfand. Wer war die erste Fußballmannschaft? Jesus und seine Jünger. Denn in der Bibel steht, Jesus stand im Tor von Nazareth und seine Jünger standen abseits. Stehen 22 Lilliputaner in der Kneipe. Kommt jemand herein und fragt, was ist denn da los? Ist der Kicker kaputt? Nach dem 0:5 schimpft der Trainer mit seinem Starstürmer. Wann kriege ich endlich was Ordentliches zu sehen? Heute Abend im Fernsehen. Da stelle ich den neuen Fruchtjoghurt vor. Der Teufel besucht Petrus und fragt ihn, ob man mal ein Fußballspiel Himmel gegen Hölle planen sollte. Petrus hat dafür ein Lächeln übrig. Glaubst du, er hat auch nur die geringste Chance? Alle guten Fußballspieler kommen in den Himmel. Pelé, Beckenbauer, Müller, Maradona, Ronaldo, Ballack. Der Teufel lächelt zurück. Aber wir haben die Schiedsrichter. Und ihr Fachgebiet ist Fußball? Fragt der Showmaster. Ja, antwortet der Kandidat. Bravo, da habe ich eine Frage für Sie. Wie viele Maschen hat ein Tornetz? Fußballwitze über Gomez finde ich echt daneben. Riecht der Yogi nicht am Hoden, ist die deutsche Elf am Boden. Immer wenn der HSV absteigt, verliert Deutschland in der Vorrunde. Hängen jetzt die ganzen deutschen Autofältchen eigentlich auf Halbmast? An alle, die Deutschland-Artikel zur WM gekauft haben, nutzt euer 14 Tage Rückgaberecht. Hätte Gomez damals auf Tupac geschossen, dann wäre der Rapper heute 47 Jahre alt. Im Achtelfinale diese Woche waren wieder zwei großartige Spiele an einem Tag. Brasilien gegen Mexiko und Neymar gegen die Schwerkraft. Yeah, war das nicht lustig, Kinder? Der Gewinner der Green Juice Festival Karten ist nun hier eingeblendet. Schreib mir doch unter diesem Video einen Kommentar zu deinem Twitter- oder Instagram-Namen und dann kann ich zu dir Kontakt aufnehmen. Ihr könnt jetzt aber noch zwei weitere Green Juice Karten gewinnen. Was müsst ihr dieses Mal dafür tun? Ich bin dieses Mal auf dem Green Juice Festival wieder als Fotograf unterwegs. Geht auf meine neue Instagram-Seite MasterJamFotografie, lasst ein Abo da und kommentiert das neueste Foto, warum ihr diese Festivalkarten gewinnen wollt. Über Instagram werde ich das Gewinnspiel auch auflösen und Kontakt zu euch aufnehmen. Viel Glück, Daumen hoch, abonniert meinen scheiß Kanal und tschüss.